Ich habe ihr eine Funktion gegeben, von der ich jetzt die maximale Steigung ausrechnen soll. Vorsicht, maximale Steigung ist was anderes als einen maximalen Wert einer Funktion zu finden. Maximaler Wert ist ja immer so, oder eine Extremstelle wäre das ja in dem Fall. Die maximale Steigung ist aber das, wo eure Funktion am steigsten wächst oder am steigsten fällt. Also das wäre dann hier wahrscheinlich irgendwo. Also hier ist die Steigung, ja, gut, das ist jetzt eine blöde Funktion, aber da, wo die Steigung am steilsten ist, hier ist sie ja schon wieder ein bisschen schwächer, hier ist sie negativ, aber auch ein bisschen schwächer und hier wird sie dann wieder stärker. Deswegen interessiert uns, müssen wir nicht die erste Ableitung gleich 0 setzen, wenn wir die maximale Steigung finden sollen, sondern die Steigungsfunktion ist ja f', also müssen wir das Maximum dieser Funktion finden und dazu setzen wir nämlich die zweite Ableitung gleich 0. Bevor wir das machen können, müssen wir aber erstmal die erste, zweite und die dritte in dem Fall dann rausfinden. Die erste Ableitung finde ich, indem ich minus 1 Viertel bleibt als Faktor erhalten und x hoch 3 abgeleitet sind 3x Quadrat plus 3x abgeleitet fällt das x weg und wir haben nur noch 3 da stehen. Vereinfachen wir das gerade ein bisschen, also minus 3 Viertel x Quadrat plus 3. Die zweite Ableitung, also wir leiten das hier nochmal ab. Minus 3 Viertel bleibt als Faktor vorne dran. X Quadrat abgeleitet sind 2x und diese Konstante hier hinten fällt weg. Also insgesamt kann man die 2 hier noch mit der 4 kürzen und dann haben wir minus 3 halbe x. Und die dritte Ableitung noch, denn wir müssen unser Ergebnis, was wir gleich rausbekommen, dann auch noch kurz prüfen. Minus 3 halbe ist der Faktor und x abgeleitet fällt eben weg. Gut, wie gesagt, wir suchen die maximale Steigung, deswegen müssen wir das Maximum der Ableitungsfunktion finden und das finden wir, indem wir die Ableitung der Ableitungsfunktion, also die zweite Ableitung, gleich 0 setzen. Minus 3 halbe x heißt die, haben wir rausgekriegt, das sollen wir 0 setzen. Wenn wir jetzt durch minus 3 halbe teilen, steht da nur noch x gleich 0 durch minus 3 halbe, das sind 0. Also an der Stelle x gleich 0 habe ich einen Kandidaten für meine maximale Steigung. Das muss ich jetzt noch mit der dritten Ableitung prüfen, ob das auch wirklich eine Extremstelle ist. Setze ich das ein, erhalte ich minus 3 halbe. Und das ist ungleich 0, also habe ich eine Extremstelle gefunden. Und diese Extremstelle heißt 0 und also an der Stelle 0 hat man eine Funktion, die maximale Steigung. Und diese maximale Steigung kann man jetzt noch ausrechnen, indem man diese Stelle in die Ableitungsfunktion einsetzt. Also in die Steigungsfunktion. F' von x gibt uns ja die Steigung an. F' von 0 wäre dann die Steigung an der Stelle 0. Und wenn wir das einsetzen, minus 3 Viertel mal 0 plus 3 sind dann, das fällt weg, 3. An der Stelle 0 hat meine Funktion die maximale Steigung, haben wir herausgefunden, und diese Steigung beträgt 3. Wenn ihr also die maximale Steigung einer Funktion findet, nicht die erste Ableitung gleich 0 setzen, sondern die zweite Ableitung gleich 0 setzen, auflösen, in die dritte einsetzen und dann habt ihr euren Punkt gefunden.